Hallo alle zusammen, ihr wisst ja Bescheid, wir machen jetzt eine schnelle, einfache Feierabendküche. Natürlich kann man es auch zur Mittagszeit machen, ist ja ganz klar. Und zwar, die Mengen stehen unter dem Video in der Infobox. Ich hole jetzt gerade noch mal kurz mein Handy. Ich habe es zwar letztens auch schon mal gezeigt, aber das Video gucken ja dann nicht alle an, um noch mal zu demonstrieren, wie man in die Infobox reinkommt. Also hier als Beispiel mein letztes Video. Das klicken wir dann an. Dann seht ihr hier neben dem Titel diesen Pfeil nach unten. Den anklicken und dann hier auf Mehr anzeigen gehen. Und dann öffnet sich das und da ist dann die Zutatenliste etc. pp. Und beim Laptop oder so steht unter dem Video Mehr ansehen und dann einfach das anklicken. Und dann öffnet sich auch das Fenster und da steht dann alles drin. So, das dazu. Ich habe jetzt schon mal Öl in die Pfanne gegeben. Das können wir jetzt anmachen. Und dann geben wir als erstes mal Hackfleisch rein. Ich habe mir jetzt das gekauft, weil es hier Low Carb ist. Das ist Rinderhackfleisch, nur 5% Fett. Und damit fangen wir an. Also erstmal nur das Hackfleisch. So, wenn das so 5 Minuten angebraten ist, kommt Zwiebel und Knoblauch mit dazu. So, und wenn dann weitere 5 Minuten rum sind, dann hole ich jetzt den Kürbis. Den Hokkaido-Kürbis, den habe ich jetzt natürlich schon geschnitten. Geschält werden muss er ja nicht, nur das Innen habe ich ausgehöhlt. Die Kürbiskerne. Und dann können wir es nämlich gleich ablöschen. Neben mir habe ich hier nämlich dann passierte Tomaten mit etwas Wasser. Das geben wir dazu. Das tue ich mal ein bisschen runterstellen, dass das mir hier nicht gleich alles voll blubbert. Und dann geben wir etwas gemahlenen Kreuzkümmel dazu. Salz. Pfeffer und Currypulver. Dann lassen wir das Ganze köcheln, wenn wir das Ganze jetzt miteinander hier vermischt haben. So, jetzt sind so 20 Minuten rum. Jetzt habe ich hier Feta-Käse, den bröckeln wir hier drauf. Dann geben wir noch etwas Petersilie hier oben drüber. So, und jetzt probieren wir das Ganze mal. Meine Gabel habe ich eben schon benutzt, deswegen nicht wundern. Aber ich habe es noch nicht mit Feta und so probiert. Oh. Super lecker. Super einfach und super schnell zu machen. Deshalb kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!